Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapinter aka Uli. Und zwar zum Video 66. Das Ganze ist wie immer ein Wochenupdate zum Bau meiner einen Modellbahnanlage Steampunk. Und wer sich erinnert aus dem Video 64, wo wir die Bogenweiche eingebaut haben, die wir ja vorher rausgerissen haben und wo wir das schön getestet haben, da arbeiten wir heute weiter. Da kommt es zum neuen Abschnitt und in diesem Abschnitt werde ich jetzt die Flexgleise verlegen, die Kontakte verlegen, die Signale verlegen und das Ganze kommt wie immer zum Freitag 18 Uhr pünktlich hochgeladen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Spaß. Willkommen sind alle von Anfängern. Ich verteile hier jede Menge Anfängertipps, die ich gerne weitergeben möchte. Das Ganze ist für Modellbahnprofis, für Modellbaufreunde, für Menschen, die sich da einfach für interessieren, die das mögen, wie eine Eisenbahn aufgebaut wird, was man alles so schönes gestalten und machen kann. Ich wünsche dir einfach viel, viel Spaß und dann sage ich mal bis gleich. Recht herzlich willkommen zurück zum Video. Hier unten sehen wir es noch eingeblendet, wo wir heute arbeiten werden. Das ist natürlich die Strecke, wo wir neulich auch angefangen haben, wo die Gleise jetzt verlegt werden, was ich gerade gesagt habe. Hier im Hintergrund sehen wir jetzt natürlich schon das erste Gleis. Ich glaube, das war letztes Mal auch schon zu sehen. Ja, es ist ja auch dran. Da oben ist der Lötpunkt, da wo ich jetzt gerade die Farbe drüber setze. Wo ich gesagt habe, das ist ja einer der letzten Lötpunkte, die in diesem Bereich gemacht werden, weil alles, was dann weiter vorne jetzt hier kommt, das bekommt keine Lötstellen mehr an die Stöße dran. Das ist wirklich nur so ein Hintergrundding gewesen, damit das alles schön hält und da kommt man ja auch nicht ran, wenn das da hinten irgendwo ist und deswegen kann ich das immer nur hinten machen. Vorne möchte ich sowas nicht haben. Also wie gesagt, man sieht es ja doch immer leicht und das bringt es ja nicht. Ja, was haben wir jetzt hier? Hier haben wir jetzt das Flexgleis, von dem ich eben so schön gesprochen habe. Das hatten wir ja auch in dem Video 64 so schön schon gebogen, wer sich erinnert. Oder war es das hier? Oder was? Ich weiß gar nicht mehr, eins von beiden. Ist auch egal, ist im Grunde genommen immer dasselbe. Und hier sehen wir ja die Pappstreifen unter den Stößen. Hier haben wir natürlich auch wieder Stöße. Und zwar ist das Abstellgleis, wo die Bogenweiche im Innenbogen hinführt. Das werden wir aber alles nachher noch sehen. Das ist jetzt alles nur erstmal erzählt, damit ich euch das überhaupt ein bisschen klar machen kann, worum es mir eigentlich geht. Und weil ich das ja nicht mehr verlöte, weil ich ja jetzt hier keine die Gleisverbänder mehr einlöte, verbinde ich die Gleise natürlich gerade hier, wo das aus kleineren Einzelteilen, das sind alle so, ich glaube, 3 oder 4 aneinandergereihte R1 Radien, die habe ich einfach noch da. Ich hätte ja auch ein komplettes Flexgleisstück an der Stelle nehmen können, das nehme ich ab dem. Danach kommt das nachher noch dran. Und hier ist es natürlich jetzt so, ich habe die, wie gesagt, noch da gehabt. Die sollten ursprünglich in die Wände eingebaut werden, aber ich schmeiße jetzt hier keine Gleise weg. Und es hat sich super angeboten, weil die Biegung genauso war, wie ich sie im Grunde genommen brauche. Und deswegen passt das sowieso ganz, ganz toll da unten hin. Und da werden die Gleise natürlich verwendet. Da bin ich ja viel zu geizig für, die jetzt wegzuschmeißen und stattdessen da ein Flexgleis zu verlegen. Und ja, und wie gesagt, und die Pappstreifen, die da drunter sind, das habe ich früher schon gemacht. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch wirklich an früher, an meine Z-Spur. Da habe ich das nämlich auch so gemacht. Und ich glaube, ich habe es sogar auch bei der Endspur schon mal vorgestellt. Da werden praktisch die Gleise zusammengesteckt, ganz normal, wie man das so kennt. Dann habe ich so eine kleine Pappstreifen, die lege ich drunter. Das werde ich vielleicht nochmal zeigen, weil ich muss ja immer davon ausgehen, es gibt ja auch neue Leute, die mich abonniert haben, die vielleicht noch das alles früher gar nicht gesehen haben. Und dann werden die Gleise sozusagen auf die Pappstreifen mit draufgeklebt, sodass die dann wirklich eine Verbindung haben und sich nicht mehr trennen können. Hier sieht man es ja schön. Und weil ich eben nicht mehr verlöte, werden die ganzen Gleise von unten, ich mache mir echt die Arbeit,
mit Kupferlackdraht verbunden. So wie ich es bei Weichen ja auch schon gemacht und gezeigt habe. So dass ich immer wieder sagen kann, meine Gleise sind überall schön verbunden, überall Strom. Die leiten Strom, das sind ja nagelneue Gleise, aber ich weiß ja nicht, was in 20 Jahren ist. Und da möchte ich halt, dass es immer noch schön funktioniert. Hier vorne, hier rechts, da wo die V200 steht, da war mal oben, ist ja die Bogenmarke drin. Ich glaube, das ist sogar ein Bild aus dem Video 64 Grad gewesen. Und hier sehen wir jetzt die normale Rechtsweiche unten drin, die war ursprünglich nicht geplant. Hier sollten eigentlich nur die beiden Gleise rein, die wir gerade gesehen haben, das linke. Das sollte für den Personenverkehr werden und das rechte, das bisher so gekringelte, war früher auch mal ein gerades Gleis. Da soll die Güterverladung stattfinden später mal. Und das habe ich jetzt so ein bisschen gebogen, dann habe ich das beides mit Weichen verbunden, so dass man hier oben auch ein bisschen rangieren kann. Ich sage mal, das ist ja auch wichtig, wenn man später mit der Bahn mal in Anführungsstrichen spielen möchte. Was heißt in Anführungsstrichen? Natürlich will man damit spielen. Und so, dass man da ein bisschen rumrangieren kann, das macht natürlich Spaß und das soll man natürlich auch dann dabei haben. Ja, was mache ich jetzt hier? Hier habe ich jetzt Signale. Die Signale, die ich jetzt hier gerade, wo ich mir den drei Stück abzipfle, das sind Zwergsignale. Die sitzen dann relativ nah am Gleis dran, an der Schiene dran. Und die anderen Signale, die nachher herausgesucht werden, die ich jetzt auch schon in der Hand gehalten habe, wo ich auch mich erinnere, dass ich ja andere habe. Ich habe nämlich noch welche von denen, die ich früher mal fertig gemacht habe. In dem, ich werde es mal verlinken, oben rechts. Das sind die Signale, die ich schon bemalt habe. Und da will ich natürlich dann entsprechend die dann auch verwenden, weil die sind ja schon fix und fertig und sind vor allem genau die gleichen, die ich eben ausgeräumt habe. Ja, hier sehen wir übrigens auch die Position, da wo das in dem Kork unter den Gleisen so ein bisschen rausgekratzt ist. Da sehen wir natürlich auch entsprechend die Stellen, wo die Rettkontakte reingesetzt wurden. Und die wurden dort reingesetzt, später. Da muss ich ehrlich mal sagen, ich habe gepennt. Normalerweise setze ich die immer vorher drunter. Bloß da war ich so schön im Bau, im Bastelfluss und naja, da lagen die Gleise, waren schneller verklebt, als ich gedacht habe. Im Video 64 waren sie ja noch nicht verklebt, da habe ich ja noch mit der Stellschraube vorne gearbeitet, das habe ich natürlich jetzt alles verklebt, die Schraube blieb natürlich nicht dort, die war ja wirklich nur, um das Ganze für den Klebevorgang so zu fixieren, wie ich das irgendwo brauchte und deswegen habe ich natürlich so gemacht, dass das Ganze dann entsprechend nur fixiert war und jetzt ist alles verklebt und dann passt das alles. Hier verspachtle ich jetzt natürlich die Stellen, wo die Rittkontakte reingemacht wurden, auch zu diesen Rittkontakten habe ich jetzt nicht extra eine Aufnahme gemacht, das habe ich euch alle schon mehrfach gezeigt in meinen Videos. Ich weiß, wie gesagt, es sind ja auch neue Abonnenten, die es noch nicht gesehen haben. Ich werde ja immer weiterbauen. Wir haben ja noch so wahnsinnig viel vor uns. Wer das weiß, auf der anderen Seite die zweite Platte, die ist ja vorbereitet. Hier fehlt noch jede Menge, die ganze Mittelaufbaukonstruktion da unten drunter, wo die Wechselmodule reinkommen später. Da wird ja so viel noch gebaut werden, da werde ich natürlich noch jede Menge von diesen Rittkontakten einbauen. Und ich wurde auch schon mal gefragt, warum ich die überhaupt verbaue, die Rittkontakte. Da möchte ich mal in einem Video später drauf eingehen. Ich habe nämlich noch ein bisschen was vor, ich will noch ein bisschen was verändern, was ich ja alles schon gemacht habe, wird wieder zum Teil nicht eingerissen von der Strecke und von der Landschaft sowieso nicht, aber vom technischen Aspekt her. Aber ich will jetzt nicht zu viel verraten. Das will ich dann mal in einem anderen Video mal direkt ansprechen, was ich noch vorhabe, wie ich alles verändern will, was ich verändern will, warum ich es verändern will und so weiter und so fort. Ich habe da ziemlich viel mir vorgenommen. Das wird ein relativ großer Einschnitt nochmal werden. Aber ich höre mal auf jetzt damit. Hier ist natürlich so, ich habe beim Bauen so mir das alles angeguckt. Hier sehen wir die Fabrik ja links, da ist ja das noch nicht ausgestaltet. Die ist ja noch in ihrem Zustand, wie ihr es von früher kennt. Die ist ja nun mittlerweile auch fertig davon. Das zeige ich euch im nächsten Video übrigens, in der 67. Ach, ab Video 70, ich blende es ja immer wieder ein, werde ich meine gesamten Aufnahmen im 4K machen. Das heißt, ich werde alles schärfer noch haben, besser noch haben, größer noch haben und ich mache das deswegen, weil ich öfters sehr, sehr
sehr, sehr stark reinzoome. So wie hier jetzt auch zum Beispiel. Ja, da ist die Kamera sehr nah am Geschehen dran und trotzdem hat man immer noch irgendwo so einen leichten Unschärfe-Effekt drin. Gut, man hat mal eine riesen Hand drin, wie jetzt hier auch. Aber das ist ja was anderes. Und der Autofokus, den ich ja wieder mittlerweile verwende, ich habe das ja meine Zeit lang abgeschaltet, habe das mit manuellem Fokus gemacht. Und da habe ich dann immer den, naja, den Effekt gehabt, dass ich auf meinem Vorschau-Monitor immer das scharf gesehen habe. Und wenn ich das aber hier auf dem Monitor fertig gemacht habe, dann waren die Aufnahmen leicht unscharf. Das, was man auf dem kleinen Monitor gar nicht sehen kann, das habe ich natürlich auf dem großen Monitor dann, wo das Video fertig ist, gesehen. Und das hat mich gestört. Deswegen generell jetzt Aufnahmen in 4K. Und da kann ich natürlich auch wesentlich stärker nicht reinzoomen, aber doch das Bild vergrößern, statt reinzuzoomen. Ich hoffe, ihr versteht mich, was ich meine. So dass die Aufnahmen weiterhin scharf und klar bleiben und ich nicht diese Gefahr der Unschärfe drin habe. Und wenn ich auch dann das Bild nur vergrößere, statt zu zoomen, habe ich auch diesen Effekt mit dem Autofokus nicht, dass das immer dann auf die Hand davor scharf geschaltet wird oder dahinter scharf geschaltet wird, das Bild. Das ist damit weg. Ich habe jetzt auch noch ein anderes Objektiv, was mit automatischer Vergrößerung schon arbeitet, mit einer zweifachen Vergrößerung generell. So dass ich da erstmal nicht so weit rein zoomen muss, sondern mehr einen optischen Zoom habe. Das arbeitet sich also wesentlich besser, weil ein optischer Zoom ist ja viel, viel mehr wert als ein aller Digital-Zoom. Und so, dass ich euch natürlich in Zukunft einfach, ja, wie soll ich denn das sagen, bessere und schönere Videos liefern kann. Das ist so ein bisschen mein Ziel. Hier habe ich jetzt das Kabel, was ich ja vorhin durchgefädelt habe. Das ist natürlich jetzt wieder Fummelkram hoch 3. Ich habe ein relativ kleines Loch mir gebohrt, weil ich wollte jetzt hier nicht so ein Riesenloch mehr in die Landschaft setzen, wo dann vielleicht noch mein Signal hinterherfällt, weil es so riesig geworden ist. Deswegen habe ich das relativ klein gemacht. Ja, nun muss ich natürlich die Lötstellen da durchbringen, den Widerstand damit durchquetschen. Und das liegt ja alles relativ nah beieinander. Ich hatte es ja vorhin geschrieben und glaube auch gesagt, dass ich da unten drunter gar nicht löten konnte. Deswegen habe ich das oben löten müssen und jetzt das Kabel zurückzuziehen. Ja, und hier fummel ich das natürlich schön durch mit einem Messingstab da irgendwo, um das Ganze hinzukriegen. Aber ihr könnt euch ja denken, ich habe gewonnen und konnte das Signal natürlich dann hier an seine Stelle machen. Wer sich wundert, wer es noch nicht weiß, was ich für Signal verwende, meine Anlage hat ja das Motto Steampunk, also alles ein bisschen vergammelt, verraucht, Metall, Rost, Qualm und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich mich speziell für diese Signale entschieden. Ich baue ja keine Deutsche Bahn hier oder sowas nach und schon gar keine Harzanlage oder was weiß ich für eine Anlage in Bergen drin, sondern eine reine Fantasieanlage mit Fabrikcharakter, mit Landschaftscharakter und so weiter und so fort. Und da möchte ich euch das nur mit auf den Weg geben, was ich so teilweise für Teile verwende. Und das war's eigentlich für die Woche schon. Ich habe natürlich viel, viel, viel mehr gemacht. Wenn ihr wüsstet, was hier hinter mir schon alles so aufgebaut ist, würdet ihr euch natürlich wundern. Aber ich möchte euch das natürlich Schritt für Schritt zeigen und eben auch so genau wie möglich, weil, ja, bau von Anfang an. Alles klar, ihr Lieben. Dann sage ich mal bis zur nächsten Woche. Und dann macht schön gut, euer Uli aka Aquapainter. Tschüss.